Hallo, mein Name ist Felix Vlad. Ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Kapellknabeninstitut in Dresden. Unser Bistum feiert sein 100-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen wurde ein Bistumslied geschrieben, getextet von Pfarrer Clemens Ullmann und vertont von mir. Herr, du hast das Land gesegnet. Ich möchte Sie heute ganz herzlich dazu einladen, mitzusingen. Wären Sie Teil des großen Bistumsjubiläumschores. Leider nicht live, wie vielleicht in einem anderen Jahr geschehen, sondern virtuell. Sie können von zu Hause mitsingen, da wo Sie sich gerade befinden, sich im Vorfeld aufnehmen und dieses Video dann einsenden. Und das wird dann alles zusammengefügt zu einem großen Video, wo quasi das ganze Bistum miteinander singt. Ich möchte jetzt ein paar zweckdienliche Hinweise geben zum Aufnehmen. Zunächst einmal brauchen Sie zwei Handys und ein Gerät, genau, ein Handy, mit dem Sie sich aufnehmen und ein Handy, mit dem Sie das Playback abspielen. Ja, Sie können das zweite Handy, mit dem Sie ein Playback abspielen, das kann auch ein Computer sein oder ein Tablet. Das ist ganz Ihnen überlassen. Wichtig ist jedoch, dass Sie auch, ich muss die mal kurz herholen, ein paar Kopfhörer sich hinzunehmen. Und diese Kopfhörer müssen Sie verbinden mit dem Gerät, mit dem Sie das Playback abspielen. Ja, also mit dem Handy, mit dem Tablet oder mit dem Notebook-Computer, mit dem Sie das Playback abspielen, müssen Sie die Kopfhörer verbinden, die sich aufsetzen, damit dann auf der Aufnahme nicht diese Geräusche zu hören sind, das Playback zu hören ist. Jetzt bauen Sie sich eine kleine Aufnahmeeinrichtung, stellen das Handy so hin, dass Sie gut zu sehen sind. Entweder Sie drucken die Noten aus und stellen die dann so hin, dass Sie die gut sehen können. Oder Sie spielen das Playback ab, online quasi, auf dem Computer oder auf dem Tablet oder auch mit dem Handy und singen dann zu dem Playback und brauchen dann keine ausgedruckten Noten. Das ist Ihnen überlassen. Dann nehmen Sie sich einfach damit auf und wichtig ist, wie gesagt, nochmal gesagt, die Kopfhörer benutzen, damit man das Playback auf der Aufnahme nicht hört. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie die gerne an uns richten. Wir versuchen, die zu beantworten. Ansonsten finden Sie auch die Aufnahmehinweise nochmal auf der Seite hinterlegt. Ich freue mich sehr auf Ihre Teilnahme und ein baldiges, zumindest virtuelles Wiedersehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.